Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir reden heute über die bessere Durchsetzung von Asyl und auch Ausreisepflicht, also über Abschiebungen. Und dabei, das ist heute Morgen auch passiert, wird sehr gerne ein Gegensatz konstruiert. Auf der einen Seite das Recht, zu dem gehört natürlich auch, dass es am Ende zu Abschiebungen kommen kann. Und auf der anderen Seite die Humanität, was wir alle auch wissen, dass es zu schlimmen Schicksalsschlägen kommt, wenn Menschen hier in die Sackgasse geraten, wenn sie in den frühen Morgenstunden irgendwo rausgerissen werden und diese Abschiebungen durchgeführt werden müssen. Aber eins ist für uns klar: Recht und Humanität sind keine Gegensätze. Ohne Recht gibt es keine Humanität. Und gleichzeitig hat das Recht, den Menschen zu dienen, sonst verfehlt es seinen Zweck. Das ist die Grundlage für unsere Politik. Und so handelt die Bundesregierung. Wir stehen unverrückbar als Ampelkoalition zum Asylrecht und wir stehen unverrückbar zum internationalen Flüchtlingsschutz. Und zu diesem Recht gehört auch, dass es zu Abschiebungen kommt, wenn alle rechtlichen Instrumente ausgeschöpft worden sind. Und gleichzeitig sagen wir, diejenigen, die hier jahrelang sind, nicht zurück können, mit guten Gründen sich engagieren, einbringen, arbeiten, die haben auch eine Chance auf einen echten Aufenthalt verdient. Und dieses Gesetz, das Chancenaufenthaltsrecht, haben wir hier bereits im Deutschen Bundestag verabschiedet. Unsere Grundsätze sind klar: Es ist besser, es kommt gar nicht zu Abschiebungen, indem Menschen Alternativen haben. Deswegen wollen wir legale Wege in die Arbeitsmigration weiter eröffnen und werden es in den nächsten Wochen hier im Bundestag weiter beraten. Es ist besser, unterstützt die Rückkehr zu fördern, dass Menschen wieder neu anfangen können in ihrer Heimat, als es zu Abschiebungen kommen zu lassen. Aber am Ende des Tages, wenn alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft sind, dann müssen auch Abschiebungen besser durchgesetzt werden. Und diese Ergebnisse hat es gestern beim Flüchtlingsgipfel gegeben, und die werden wir hier im Deutschen Bundestag auch miteinander zu beraten haben. Recht und humanitäre Lösungen gehören zusammen. Ich bin ganz sicher, verehrte Kollegen von der Linken, mit Free Choice, mit No Borders, mit einer Vorstellung, jeder, der kommt, kann irgendwie bleiben, mit solchen Vorstellungen, da landen wir im Chaos, und das ist dann ganz schnell das Ende von jeglicher Humanität. Und umgekehrt, da wo es hier so rechtslos geht, wo es hier so rechtslos geht, Ihre Obsession mit den Abschiebungen, die teilen wir auch nicht. Und sie ist irgendwo doch gespeist daraus, dass man irgendwie eine tief sitzende Abwehr hat gegen Menschen von anderswo. Und da sage ich Ihnen, das ist wohlstandsgefährdend in einem Land, das auf Einwanderung angewiesen ist. Diese Politik machen wir uns nicht zu eigen. Gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung aus der Unionsfraktion? Ja. Danke, Herr Kollege Castellucci, dass Sie die Zwischenfrage zulassen und dies bei mir dahinstanden. In dem Moment, wo Sie auf uns gedeutet haben und davon geredet haben, dass alles sei gespeist von einer Abneigung gegen Menschen. Gleichzeitig ist heute der Begriff in Bezug auf unseren Antrag von unmenschlich und von unchristlich gefallen. Und ich will Ihnen mal sagen, wir müssen hier in diesem Haus aufhören, dass diejenigen, die tragfähige Vorschläge unterbreiten, wie wir Zuwanderung und Migration ordnen, steuern und begrenzen können, dass die immer wieder in die unchristliche und in die unmenschliche Ecke gestellt werden. Und ich komme jetzt zu meiner Frage, Kollege Castellucci. Weil Sie das immer formulieren und garnieren, gerne mit den Bildern, mit den schrecklichen Bildern aus dem Mittelmeer, wo viel zu viele Menschen sterben. Und die traurige Wahrheit ist, dass das größte Grab in der Region nicht das Mittelmeer ist, sondern die Wüste Sahara. Nach Schätzungen sind dort 1,5 Millionen Menschen ums Leben gekommen, bei dem Versuch, die Sahara zu durchqueren, in der Hoffnung, dann von Nordafrika nach Europa zu kommen, insbesondere nach Deutschland. Und wenn ich das weiß, lieber Kollege Castellucci, glauben Sie nicht auch, dass es
humaner wäre und dass es menschlicher wäre, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland mal aufhören, gefährliche Signale auszusenden. Nämlich, wir nehmen unbegrenzt alle auf. Wir sind sogar bereit, Hartz IV durch Bürgergeld zu ersetzen. Wir kommen weg zum Thema vom Prinzip Fördern und Fordern. Wir sind bereit, die Anforderungen an Staatsangehörigkeitsrecht abzusenken. Und wir vermischen dann noch, und das haben Sie hier auch wieder getan, Asyl mit allgemeiner Zuwanderung, nämlich durch ein Chancenaufenthaltsrecht, wo Sie gerade das klare Bekenntnis abgegeben haben, dass Sie beides durchmischen wollen. Wir glauben, das ist das falsche Signal. Und glauben Sie nicht auch, dass gerade das mit Menschlichkeit zu tun hätte? Also, sehr geehrter Herr Kollege Hoffmann, wenn Sie als Mitglied einer demokratischen Fraktion hier im Deutschen Bundestag sagen, wir machen eine Politik, dass hier jeder kommen kann, dann sage ich Ihnen, das muss aufhören, dass wir uns das als Demokraten gegenseitig hier unterstellen. Das trägt zur Verunsicherung in diesem Land bei. Und es ist nicht die Realität. Wir haben bei dem Chancenaufenthaltsrecht, einfach um mal über die Fakten zu sprechen, wir haben etwas wie eine Amnestie gemacht. Das ist eigentlich etwas, das hat einen christlichen Kerngedanken. Dem könnten Sie sich doch eigentlich mal zuwenden. Wir heilen eine Geschichte, die zurückliegt, die wir nicht besser geortet bekommen haben. Darf ich Sie daran erinnern, dass 16 Jahre lang Sie den Innenminister gestellt haben? Manchmal sitzen wir hier und wundern uns, was Sie uns nach einem Jahr für Vorhaltungen machen. Das ist doch alles Ihr Erbe, an dem wir jetzt mühsam arbeiten müssen. Herr Kollege Hoffmann, wer hat denn gesagt, die Migration ist die Mutter aller Probleme? Herr Kollege Hoffmann, wer stellt denn einen Antrag, wenn ein Sicherheitsproblem hier in Berlin auftritt und fragt, wie sind die Vornamen der Täter? Das sind doch Ihre Leute, die so agieren. Das ist Spaltung, die Sie betreiben in diesem Land. Und wenn etwas aufhören muss, dann sind es diese Dinge, die uns immer nur auseinandertreiben. Wir werden die großen Aufgaben in unserem Land nur bewältigen, wenn wir den Zusammenhalt miteinander organisieren. Ja, jetzt bin ich eigentlich auch schon fertig und sage nur, Humanität und gutes Recht, gute Lösungen, die gehören für uns zusammen. Und das ist auch eine Daueraufgabe, der wir uns stellen. Wir werden an diesen Grundsätzen, die ich vorgetragen habe, festhalten und unbeirrt auch weitergehen. Und bin sicher, dass uns gelingen wird, auch das zu verbinden, dass Menschen, die Schlimmes erleiden in dieser Welt, von uns auch eine Solidarität erfahren können, eine gute Aufnahme erfahren können, aber vor allem, dass wir auch dazu beitragen in der Welt, dass das Leid abnimmt und dass die Menschen Perspektiven haben, dort, wo sie leben. Das ist die Aufgabe, die sich uns als Demokraten stellt. Vielen Dank.